So, willkommen zurück zu Rogue Legacy. Ja, mal kurz die Karte gezeigt. Ich habe so ziemlich alles, glaube ich, gemacht hier im Anfangsbereich und auch im grünen Bereich. Ist alles im grünen Bereich. Ja, es ist sehr viel Material gewesen. Ich muss echt noch überlegen, ob ich das wirklich in Zukunft so machen werde oder ob ich mich nicht nur auf den Turm konzentriere, versuche da weiterzukommen und dann, naja, falls ich so schwach bin, dass ich einfach mal mir alles auf Kohle einstelle oder so oder Curse-Runen und dann versuche in der Welt ein bisschen Kohle zu machen. Ich habe jetzt 86.440, es lohnt sich, aber das hat jetzt, glaube ich, wie lange hat das gedauert? Fast eine Stunde oder so mit Unterbrechung, aber eine gute halbe Stunde auf jeden Fall und das langt wahrscheinlich nicht. Mal gucken, wie ich das mache. Denn wir haben den Anfangsbereich eigentlich ja schon gesehen, aber wahrscheinlich wirklich sage ich jetzt, okay, wir machen nur Turmgeschichten und gehen vielleicht mal die anderen Bereiche, wenn wir irgendwas brauchen sollten. Das Problem andererseits ist, dass es da auch viele dieser lustigen Tagebücher gibt. Ja, ich bin jetzt an 4 von den Dingern vorbeigelaufen. Jede Menge Statuen habe ich passiert, aber ich will halt die Nerdbrille nicht abgeben. Wir haben halt diese lustige Hipsterbrille auf, weil wir weil wir schwarz-weiß sehen. Und ich weiß nicht, ob das dann ausgetauscht wird und ob ich dann, naja, zwar irgendwie ein tolles Gimmick habe, aber dann halt alles wieder in schwarz-weiß. Ob das so sinnig ist, ich weiß es nicht. So, dann mal, ja, war teilweise ein bisschen knapp. Ich habe viel Quatsch gemacht, auch wieder bei den komischen Herausforderungsräumen waren welche dabei, nicht getroffen werden. Und auf dem letzten Meter werde ich dann auch noch getroffen und so Scherze. Also war schon viel Quatsch dabei. Eigentlich habe ich gedacht, das wäre jetzt der erste Raum hier wegen. Der erste Raum zum Bereich, in dem wir eigentlich müssen. Aber ich glaube, da machen wir gar nicht lang rum. Halt mal, genau unter uns ist noch ein Räumchen. Das nehmen wir aber noch mit. Ach, süß. Sehr süß. Gut, wir sind also relativ gut dabei. Das bisschen machen wir jetzt noch gemeinsam. Oh, take no damage. Genau. Und da sind wir. Genau bei so einer Geschichte habe ich mich auch schon in die Nesseln gesetzt. Warum? Ups. Ah, genau, wegen sowas. Ach, Mann. Ah, da oben gibt es was Feines. Das holen wir uns aber. Aha. Hier unten ist noch ein Räumchen. Ja, komm, dann machen wir das jetzt halt doch noch gemeinsam. Die zwei Räume, ist ja wurscht. So, jetzt wieder zurück auf das Eigentliche, nämlich das leckere diesen Feuerangriff hier. Ja, und noch kann ich ja den Truhen vertrauen, oben dann nicht mehr so wirklich, denn die meisten Truhen da oben sind böse. Ja, im Turm böse Mimics sind das nämlich. Die Assis. Ja, ich möchte mich teleportieren nach da oben. Genau. Jetzt sind wir nämlich wieder am Eingang des Turmes. So, wir haben aber alles links unten gemacht, also viel darf nicht mehr kommen. Eigentlich. Früher oder später werden wir jetzt auf den Endgegner treffen. Das noch nicht. Das genau ist der Kinderraum. Aber auch hier wieder. Interessant haben wir noch nicht gesehen. Auch einen interessanten Raum habe ich gesehen mit diesen Kugelmännern. Da gab es nämlich einige von. Die waren so einen lustigen. Also war ein Labyrinth quasi. Und hinter eingeschlossen in so kleinen Räumchen waren dann die Typen mit ihren zwei Kugelketten-Dingern. Und Projectiles, wurden wir schon mal von getötet. Heißen die. Und das war unangenehm. Aber ganz witzig. Sie muss sich mal ranwagen und die Stück für Stück so ein bisschen kaputt machen. Und dann fliegen natürlich die, genau wie hier, durch enge Gänge fliegen dann die Kugeln. Und das war unangenehm. Nanu? Den Raum habe ich noch nicht ganz durchschaut, was hier der Trick dahinter ist. Ich raff's einfach nicht. Nach oben geht nicht, nach unten geht nicht, zur Seite geht nichts. Ich sehe auch nicht diese typischen Verfärbungen, dass es ein bisschen düsterer wäre. Für den Zwerg ist einfach ein großer Raum und man kann nur einen Teil davon betreten oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich das mal so betrachte, viel mehr kann da nicht kommen. Das heißt, eigentlich haben wir es gleich geschafft. Dann können wir zumindest mal den Chef sehen. Ich versuche auch so lange wie möglich zu überleben. Von den 88.800 Münzen werden wir nicht viel verlieren. Nämlich nichts. Genau, hier waren wir das letzte Mal. Aufpassen.
Ja, und wie gesagt, die nehme ich nicht mit, weil sonst ist wieder alles schwarz-weiß. Und damit komme ich nicht so ganz klar. Und da ist schon wieder so ein Kugelbilly. Ja, ich habe gesehen, die kann man kaputt schlagen. Und zwar werden die immer rötlicher, je mehr Schaden sie nehmen. Aber es muss Schaden in, ja, ich sag mal, kurzer Quick Succession, also kurz hintereinander sein. Ja, ach, Leute, jetzt ist gut. Jetzt ist mal gut hier. Ja, die nehmen schon ein bisschen mehr an Schaden. Das Ding ist nämlich im, ja, im Wald, das ist echt ein Witz mittlerweile. Gerade wenn man da ohne Curse-Runen durchgeht, das so ziemlich nichts macht einen alle. Ich habe auch diese zwei riesigen Zauberer, die wir schon mal gesehen haben, diese Geisterchen hier. Einer hatte, die haben ja alles, ne? Mega Eiszauber, mega. Starke Eiszauber, starke Feuerzauber, wo sie halt permanent durchzaubern können, die Kollegen. Das ist schon ein bisschen frech, aber die schießen halt irgendwie 100 Schuss oder sowas dann mit den Dingern, mit so einem Feuerball-Zeug. Das war nett. Und ich würde sagen, wenn wir hier mal den Löffel abgeben, dann machen wir mal einen auf. Jetzt will ich mal gucken, ob das geht. Ja, es wird immer rötlicher, genau, und dann platzt das Ding. Ach, wenn man, dann bleiben wir halt einfach drin stehen, ist ja wurscht. Ach, dieser verfluchte Ninpo, oder wie der hieß. So. Hier unten, jetzt haben wir schon 92.000, das ist natürlich krass. Und noch kein Ende in Sicht. Naja, das Ende ist schon in Sicht. Nicht beißen. Bist du böse? Nee, du bist in der Liebesruhe. Sieht man auch oben auf der Minimappe. Ja. Die sind eigentlich gar nicht mal so krass, die Viecher hier alle. Mittlerweile. Wir sind stark genug, um hier richtig schön auszuteilen. Mit so 1, 2, 3, vielleicht sogar 4 bei den Dicken hat man eigentlich schon ordentlich Schaden ausgeteilt. Ach, halte mal. Dass die eigentlich nicht so viel zu melden haben. Aber wir haben gar nicht wirklich auf Dings geskillt, beziehungsweise uns eingestellt, oder? Auf Schaden? Oder doch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Genau wie der komische Kollege im, ja, in seinen Nachrichten, der auch langsam nicht mehr weiß, wo vorne, wo hinten. Ja, das geht mir gerade so ein bisschen ähnlich. Was ist schon gemacht? Wann haben wir was gestartet? Ja, man spielt halt immer wieder von vorne, sozusagen. Und wird man einfach mal stärker. Squire Bracers plus 1. Oh. Wieso plus 1? Das gleiche nochmal? Oder habe ich jetzt die Sachen gefunden? Ach, verdammt. Weil Squire Bracers haben wir auf jeden Fall schon. Squire Bracers haben wir, glaube ich. Und jetzt haben wir die plus 1er. Ist das ein weiterer Slot oder ist jetzt die, ich sag mal, verbesserte Version verfügbar? Okay, da ist noch einiges zu machen. Dann gehen wir erstmal nach rechts oben, würde ich sagen. Jetzt geht's mir eh schon relativ. Oh, das ist natürlich frech. Och, was mache ich denn? Wieder nur Quatsch, nicht? Ja, ja. Oh ne, wieder ein Kugelbilly. Die sind echt nervtötend, die Kollegen. So, mal zum Eingang stellen. Ah, okay. So viel zum Thema. Lady Winry has been slain by a Doom Trade. Ja, ganz dumme Situation. Ein Kugelwilli und dann dieses fliegende Mistding. Das ist ja eigentlich kein Thema, aber ich dachte, da machen wir irgendwie mehr Schaden. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern, weil ich halt bis 92.000 Mark verdient habe. Ja, läuft voll, läuft weiter und weiter. The Maya is always at the top of the castle. Lady Winry II's parting words. Lady Winry II has been slain by a Doom Trade. Okay. Portrait, Doom Trade, ja, ist klar. Spell Sword. Kopf über Assassin. Nein, danke. Sir Lancelot II. Oh, den kennen wir noch. Elektrophobia und gay. Chickens freak you out. Wieso denn Chickens? Ich glaube, jetzt kommen nämlich die Chickens. Wir probieren es mal mit. Oh Gott, Sir Hudson, der zweite. Shinobi, Sir Shinobi und der Drache. Oh, Sir Glauber.
Genau, wir wollten ja sowieso mal einen Drachen spielen. Are you sure you want to begin a new adventure with this chosen hero? Ja, absolut. So, jetzt haben wir die ganz große, das ganz große losgezogen. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Machen wir uns zum richtig krassen Uber-Mage? Kohletechnisch, denke ich mal, kommen wir klar, ne? 100% extra. Wir müssen ja nicht auf 150 gehen, was zwar, ja, wäre nicht mal möglich, aber ist jetzt egal. Ich würde echt sagen, wir gehen mal, wir machen die Magic Damage so hoch wie es geht, oder? Weil wenn wir ohnehin immer die magischen Kollegen spielen, jetzt mal noch ein bisschen mehr an Mana-Reserven. Das muss wahrscheinlich, er muss ja logischerweise auch hochgezogen werden. Sollen wir es wirklich machen? So, 60.000 ausgegeben. Jetzt sind wir auf jeden Fall, jetzt sind wir Magier, ne? Sind wir endlich angekommen. Magischer Schaden, ja. Jetzt können wir nochmal nach Klamotten gucken. Wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Wir können jetzt... Ah ja, wir können... Ah! Okay. Wir können... Was sind wir denn eigentlich? Ja, aber du musst doch Mana regenerieren. Wenn ich keine mehr habe, dann ist Feierabend. Fliegen. Springen ist nicht mehr. Fliegen oder nicht fliegen? Das ist die Frage. Ansonsten kann ich nur schießen. Ja, dann wird sich das doch regenerieren die ganze Zeit. Oder was mache ich denn, wenn ich keins mehr habe? Dann gucke ich in die Röhre. Keine Ahnung. Schauen wir gleich mal. So ein Lich wäre auch mal ganz nett. Hier ist ein neuer Helm. Der gute Retribution-Helm. Naja, ist ja so toll. Ich finde nicht. Siphon. Hm. Genau, wir wollten den Royal-Helm, weil der so richtig abgeht. Was das angeht, könnten wir sogar tragen. 30 mehr, dann haben wir 265. Dann haben wir den Royal Helm, haben mehr Lebensenergie und mehr Mana. Okay. Verbessert. Und das ist mehr Panzerung. Und das hier wäre mehr Mana. Holy Chest. Siphon, wir kriegen also mehr Mana, wenn wir was kaputt schießen. Haben an sich einen höheren Mana-Vorrat. Panzerung wird allerdings schlechter. Holy Chest. Ich sage, nehmen wir einfach mal. Und das kann man uns nicht leisten, ne? 3,8, verdammt. Hier wäre Magic, das wäre sogar noch besser gewesen. Hätten wir Magic, dann hätten wir 18 mehr Schaden gemacht pro Angriff. Gold Bonus und Siphon. Wir haben Crit-Geschichten momentan drin. Flight, aber die oder Mana, wäre der Mana-Vorrat. Können wir nicht so wirklich tragen. Ne, da fehlt es wieder an allen Ecken und Enden. Schwer, das ist der Schaden. Hier hätten wir ein bisschen Panzerung noch dazu, aber nichts Magisches. Deswegen interessiert mich das, ehrlich gesagt, als eine magische Klasse relativ wenig. Goldbonus ist ja ganz nett. Wäre halt nett, wenn man das dann trägt für einen, ja, wenn man halt spazieren geht und Gold einsammeln geht, so nebenher. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Das ist halt die Sache, die ich meine. Dann mache ich halt die Sache erstmal klar, ne, und danach, lass mich tot gehen und dann machen wir das Ganze nochmal und gehen direkt in den Turm oder andersrum oder wie auch immer. Wäre so meine Idee. Macht ein bisschen mehr Schaden, kann ich aber nicht tragen. Tja. Was haben wir noch? 3600. Können wir denn was Feines benutzen? Ja, Runen natürlich einige gefunden. Vampir-Rune, Lebensenergie, Curse-Rune, dass sie einfach krasser werden, die Gegner. Haben wir jetzt gleich auf jedem Slot, oder? Jo, wir können fünfmal die Gegner krasser machen, wenn wir da Bock drauf haben. Gibt's halt immer tollere Sachen und die Gegner werden anspruchsvoller. Kohle haben wir 1, 2, 3, 4. Ja, ist auch nicht schlecht. Finde ich halt immer gut, wenn man halt eine gewisse Sache durchziehen möchte, dann kann man das machen. So wie zum Beispiel hier die ganzen, die Balance-Runen, die beides wieder herstellen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ist die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir? Und wenn es so krass ist, kann man natürlich dreimal die Grace-Rune da hinten einsetzen. Die hier. Da werden sie nämlich scaly slower. Das heißt, die bleiben schwächer, die Gegners. Aber wie genau das funktioniert. Schaden ist natürlich
nett, 141. Klar, hätten wir die bessere Klamotte gekauft. Sieht es natürlich noch besser aus, aber ich glaube, da können wir schon mal vorkaufen. Was kostet das? 2,2, da haben wir noch etwa 1,3, 1,4. Ne, das reicht dann nicht mehr hier. 2,2. Ne, das entweder oder. Das können wir uns nicht mehr leisten und das ist auch zu teuer, ne? 5,6, genau. 3,8. Ah, wieder wegen so ein paar Münzen reicht das alles nicht so richtig. Defy Death. Okay. So, 3%ige Chance, dem Tod auszuweichen. Wieso steht da... Achso, weil Current die Prozente nicht anzeigen kann, ne? Weil es war gerade bei 1% plus 1,5 sind 3. Nein. Naja. Keine Ahnung, habe ich ewig nicht mehr gespielt, diesen Drachen. Ich glaube, den habe ich auch nicht besonders gut gefunden. Aber wir wollen mal schauen, vielleicht habe ich es nur nicht gerafft. Ja. Nimm all mein Geld und dann lass mich hier rein. Mal gucken, wo das hinführt. So. Jetzt mal gucken. Jetzt will ich erstmal gucken, wie ich dann, ob ich mit normalen Gegnern klarkomme. Ah, füllt sich mal wieder auf. Ich verstehe. Ah, toll. Wieso fliegt er nicht immer? Schaden ist ja gut. Also ein krasser Magier sollte dann eben auch... Nee, umgekehrt. Wenn man gute Magiewerte hat, dann wird man eben auch ein guter... Ja, ein guter Drachen. Okay, interessant. Ja, funktioniert. Dann würde ich sagen, zurück und dann versuchen wir es mal mit dem Tower. Da lassen wir sie einfach hinbeamen. Das kriegen wir locker hin. So, rechts oder links. Ja, mal schauen. Füllt sich in vierer Schritten, in vierer, fünfer Schritten wieder auf. Wahrscheinlich in viereinhalber Schritten. Aber können wir das mal benutzen, wenn wir nicht springen können? Ja. Das ist der falsche, das ist der richtige. Nee, nee, ist okay. Nutz ihn ruhig. Ja, wie lange wir jetzt überleben? Weil ich das gar nicht gewohnt bin jetzt mit dem dümmlichen Fliegen. So, müssen wir mal laufen. Kann ich mir das schenken? Dann kann ich auch gleich nur durch die Gegend fliegen. Ach ja, da kann man ja Vollgas geben. Ja, doch. Ich stelle mir vor, wie das wohl aussieht, wenn man den Endgegner hat und dann einfach den hier macht. Dann ein bisschen wegfliegt. Ah, okay. Schadenswerte werden dann nicht mehr gewertet. Aha. Na, du fliegender. Oh, Frechdachs. So ein Frechdachs muss das sein. Aber selbst hier. Ja, wir brauchen. Zu wenig Punkte, zu viele. So. Ja, Lebensenergie ist halt jetzt nicht so prickelnd, nicht? Nicht. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Muss man sich irgendwie so ein bisschen umgucken bei den fliegenden Viechern. Aber zumindest kriegen wir ja durch jeden Kill wieder ein bisschen was an Lebensenergie zurück. Ach, erreiche mich in X. Oh, Glück gehabt. Haste Rune Bracers. Hm, vielleicht als schneller Drachen wäre es auch nicht so verkehrt, oder? Wenn wir jetzt schnell unterwegs wären, könnten wir richtig, wie verrückt fliegen. Wir brauchen halt schon wieder einiges an Schüsschen jetzt. Und die Reichweite von den dümmlicher Dummkopf ist auch ein bisschen... begrenzt. Ist zwar nett, aber irgendwie will der Funke nicht überspringen. Und jetzt brauchen wir zum Beispiel auch gar keine, ja, gar keine Dingenskirchen mehr. Gar keine Mana-Potions, Mana-Tränke. Oh, wir haben 14 Lebenspunkte, fällt mir da gerade auf. Ja, das war echt nicht so günstig.
Verdammt, hat überlebt. Das war so eigentlich nicht gedacht. So, weg damit. Ach, oh, natürlich, da ist ja ein dummes Bild. So, Glaube ist mit Slain bei Doom Trade. Okay, das war nicht toll. Das war erbärmlich, war das. Schon wieder ein Drachen. Your Permaroided attacks knock enemies further. Dann ballern wir sie weg. Paladin, Spell Sword, och. It's so dark, man sieht wieder nichts. Stereo Blind. Nochmal versuchen als Drachen. Na komm, einmal noch. Viel verdient haben wir ohnehin nicht. 5000. Mehr Mana. 2,2. Was soll denn das nächste sein? 2,2,8. Okay. Jetzt haben wir 700. Das reicht wieder für nichts. Vielleicht ein Billigschwert oder so. Kurz mal gucken. Nein. 900. Das wird wahrscheinlich. Ah, okay. Gutes altes Vampirismus-Ding. Ja, vielleicht mal die Runen ändern. Das wäre eine Möglichkeit. Was können wir denn an Runen ändern? Springen zum Beispiel. Ganz schön dumm. Verdammt. Ach, ich habe hier noch nichts für den. Ah, ja. Okay, springen. Doppelsprung bringt natürlich extrem viel. Ja, das hätte man tatsächlich ändern sollen. Also eine Rune ist verschwendet. Und hier bekommen wir Lebensenergie. Da bekommen wir von allem etwas. Und auch da, ja. Also wir müssen halt Kills machen, dass wir Dinge bekommen. Ja, die 200. Die 210, das ist ja egal. Dann machen wir eine Truhe auf und dann haben wir es wieder. So. Zwei Endgegner sind schon tot. Oder zwei Wächter viel eher. Und es folgen noch zwei, wie man sieht. Ach ja, wir ballern sie jetzt alle weg. Kann ich auch die... Nee, auf die kann ich nicht schießen, das ist nicht gut. So, jeder Schuss pustet so ein bisschen weg. Ja, aber klar. Schaden ist halt nicht groß genug. Vielleicht müssen wir einfach ein krasserer... Ja, einfach noch mehr Zauberkraft haben. Aber du bist kein, hoffentlich kein böses Bild. Irgendwie habe ich so das Gefühl, könnte enden bei bösen Bildern. Dreimal muss man die treffen, das ist halt nicht gut. Und das finde ich auch ein bisschen nervig. Ja, man muss, man darf nicht so schnell schießen, wie man kann. Was soll das denn? Warum kann ich den nicht richtig eindecken, wenn ich schon so schnell schießen kann, wie ich drücken kann? Naja, von mir aus. Genau, der zweite Schuss geht immer durch. Man muss die schön, schön staffeln, die Geschichte. Oh Mann, der kann auch nach unten schießen. Was ist denn das für ein Foe? Sir Johnny has been slain by a Ninpo. Okay. Spelunkette. Spelunke oder Spelunkette? You are insane. A dementia? You are insane. You break a lot of things. Oder? Even the most valiant heroes can suffer from... Ah ja, die hat halt Magenprobleme. Spelunke, Dementia, Clumsy. Was ist denn Clumsy? Achso, alles bricht unter uns zusammen. Ja. Irgendwie. Ah ja, komm, wir rerollen mal. Vielleicht ist was Magisches dabei. Assassin, Paladin, Spelunkette. Die wollen unbedingt, dass wir die Spelunkette nehmen, ne? Assassin. Risky Hero, low stats, but can land devastating critical strikes. Devastating critical strikes. So heavy enemies can knock you back. Mask, Housebreak, Stuff to restore. Ja, nichts Magisches halt. Das ist das Problem. Ja, das ist unser Family Tree. Kann man sich natürlich die alten Sachen mal angucken. Hier die beiden Drachen. Also, muss sagen, Drache finde ich. Also, entweder raff ich es nicht, wie man den spielt. Vielleicht haben wir nicht die richtigen Werte dafür. Vielleicht viele Trefferpunkte, dann kann er auch was. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber ich fand den nicht gut. Ja, das ist die Frage. Assassin? Probieren wir mal einen Assassin, haben wir auch noch nie gespielt. 1.500. Oh, reicht wieder für. Aha. Grundschaden erhöht oder 10 mehr Trefferpunkte. 1.500, das reicht auch nicht für eine Rune. Das ist natürlich wieder ein Traum.
Ja, das, wie gesagt, der lohnt halt richtig. Den finde ich richtig toll, den Kollegen. 1.500. Zack, weg sind wir. Ach so, das können wir wahrscheinlich dann noch ziemlich lange machen, oder? Schätze ich mal. Weiß ich nicht. 1.500. Kaufen wir einen schönen Hut oder so. Was ist das? Ach so, ja, die haben ja sowieso das richtig Gute. Hier auch. Und da eigentlich auch. So, was kostet denn hier eins? Jetzt kann ich mir den Quatsch nicht leisten wegen 20 Mark. Also. Komm, Goldbonus. Aber wir behalten den hier mit kritischem und kritischem. Ja, wir haben kritische Sachen eingestellt. Was haben wir noch eingestellt? Was kann der denn? Was sollte der denn können? Doppelsprung kann er. Auch wieder der Standard mit wir saugen Leben ab. Und. So, jetzt können wir wieder springen. Ist sehr eigenartig. So, wir versuchen es einfach mal. Aber der dritte Bereich ist schon krass, ne? Vielleicht muss ich da wirklich mal eine Pause einlegen, indem ich einfach mal so einen Gold-Run mache. Und. Oh, das ist aber nett. Direkt 5 Meter entfernt. Na, von mir aus. So, was sind denn unsere Werte noch gleich? Wir sind ein Assassin, heißt. Plus 15 Crit Chance. Haben wir also schon 29%. Und Crit Damage ist 340. Okay, also wir machen über den mehr als den dreifachen Schaden. Aber Nahkampfangriff. Und der ist halt leider bei uns eher suboptimal. Also wir kriegen ja Zeug dafür, okay. Versuchen wir ein bisschen zu überleben. Okay. Dreifacher Schaden heißt halt 100. Okay. Und jeder Magier-Quatsch, den wir hatten, hat 140 Schaden gemacht. Und das können wir einsetzen, aber es hält nicht lang an. Weil es halt massiv Material braucht. Also immer ein schwacher Nahkämpfer. Ich bin nicht überzeugt. Kommen wir da rein? Ja. Irgendwelche Kugeln. Achso, klar, die Kugeln sind kaputt gegangen. Haben wir es bald, oder? Okay. Also wir machen schon sehr oft kritischen Schaden, aber. So, da können wir es immer machen. Es müsste immer roter werden und gleich müsste er kaputt gehen. Ist er sogar doppelt schon angeschlagen? Genau. So funktioniert das. Ich bin begeistert. Ja, wir haben. Einfach machen wir keinen Schaden. Wir haben kaum Punkte investiert. Toll. Da unten wieder der Typ. Da müssen wir ein bisschen die Leviten lesen. Ja, das wird ein kurzes Gastspiel, habe ich so das Gefühl. Und das macht auch irgendwie keinen Spaß mit dem. Wenn man 100-mal auf den Gegner einhacken muss, bis der umkippt, das ist irgendwie. Oh Mann. Das ist nicht so befriedigend. Kritisch ist zwar ganz nett, wir haben auch schon ein paar Punkte investiert, aber einfach der Grundschaden stimmt nicht. Lustig, dass man die im Nahkampf einfach so alle machen kann. Aber sonst mal so Angst haben vor den Viechern. Na gut, wenn wir die Geschichte mit. Gehen wir da nicht rein. 29 Trefferpunkte. Ja, da werden Bilder hängen, da können wir nicht drüber springen. Und da unten gegen die zu kämpfen. Oder das? Okay, der kritische Treffer hat uns gerettet. Oh, nicht. 4000 haben wir wenigstens schon verdient. Ach, und von uns schießt noch mehr. Ich habe 39 Trefferpunkte. Das ist machbar gegen die. Hier unten leider nicht. So, jetzt kommt er angeflogen. Ach ja, der Speer. Okay. Hat uns doch noch erwischt da unten. Choose your heir. Und wieder nichts Magisches. Doch. Lady Sonia die Zweite. Der Archmage. There is no Spark. Achso, wieder Sci-Fi. Und, was? Congenital Insens. Was? Insensitivity to Pain. No, no Pain. CRP. No, no Pain. Was heißt das? Ach, man sieht nicht, ob man getroffen wird, glaube ich.
Irgendwie sowas ist das. Ist ungünstig. So, was haben wir? 4200. Das reicht nicht. Hier wird es reichen. Aber lieber eine Rune, ne? Wir wollten ja mal was anderes für statt dem Sprunggeschichtchen hier einsetzen. Zum Beispiel das hier. So, 2,4. Mehr ist wieder nicht drin. Im Sack. 1,9. Geht da noch? Geht da was? Ist wieder ins Menü. Was? Hier steht auch To Manner, nicht To Hauptmenü. Naja, sorry. Einfach, wahrscheinlich einfach ein Bug. Sorry, das geht nicht mehr. Das geht auch nicht. Ja, doch, das ginge, aber wie gesagt, mache ich ja nicht. Wir nehmen keine Lebensenergie mit. Das macht irgendwie auch den Reiz aus, finde ich. Vielleicht irgendwann, wenn ich merke, oh mein, ich will immer bauen. Dann vielleicht. Attack up. Ne, dann wird hier alles teurer, deswegen, ich glaube jedenfalls prozentual, wird dann alles ein bisschen teurer. Wir haben 1600. 4000 ist dumme Royal Cape. Damage Return vielleicht. 2,1. Das wäre das Einzige, was so halbwegs interessant wäre. Und das ist leider zu teuer. Goldbonus haben wir ja schon. Ja, 1,8. Das können wir uns auch holen. Bringt uns nicht so wirklich irgendwas. Blueprints. Ja. Da haben wir sowieso ein tolles. Ja, hier auch. Was könnten wir uns denn leisten? Das hier. Oder das hier. Was ist das? Mehr Panzerung. Guardian Shield. Ja. Hier machen wir mehr Schaden als mit allem, was wir haben. Oder? Ja, so in etwa. 35, also wenn ich auf Schaden gehe, dann hole ich mir natürlich das hier. Aber 55, das ist halt schon krank. Hier immer dann ein bisschen Rüstung, wenn wir mal Rüstung brauchen. Komm, wenn wir Rüstung. Wieso hat das kein Gold gekostet? Ach, jetzt, okay. Das Geld wurde nicht abgezogen, noch nicht vom Konto abgebucht. Ja, jetzt sind wir was? Sind wir wieder richtig unterwegs. Genau, mit Feuer, mit den Bällchen und so weiter. Das ist unsere Baustelle. Ja, so können wir normal spielen. Und das nächste Mal geht es dann auch hier weiter mit einem weiteren Versuch im Turm. Ja, und diesmal hoffentlich mit... Oh Mann, ich sehe oben meine Lebensenergie gar nicht. Fällt mir daran auf. Wo steht das denn? Hier kann ich gucken. Okay, ich habe 140 Trefferpunkte. Das ist nicht schlecht. Wir sind teilweise auch schon mit 60 oder 50 durch die Gegend gerannt. Ist also okay. Aber wir haben auch keine Vampirismus-Klamotten mehr an, die uns massiv die Lebensenergie abziehen. Ja, ich hoffe mal, das wird was. Wir haben 735 Mana. Das heißt, wir können am laufenden Band können wir zaubern. Das macht uns gar nichts. Alles wird super, alles wird toll, alles wird gut und so weiter und so fort. Aber beim nächsten Mal wieder. Nichts mehr Drache oder Assassine oder sonstigen Quatsch. Wir bleiben unserem Motto treu und bleiben, ja, ein Zauberer. Darauf haben wir geskillt. Da haben wir richtig fett Geld investiert. Da sind wir richtig gut dran. Naja, beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis dann.